Die DHV-News vom 18. März 2022. Hashtag 50.000. Burkhard Blinert spricht bei UN-Drogenversammlung. Herzlich willkommen bei den DHV-News. Das heißt, wir warten jetzt auf das Bundesgesundheitsministerium, dass sie uns einen Entwurf zur Cannabis-Legalisierung geben. Ah, Wegge hat das Lauterbach-Problem. Wir machen jetzt eine Vorhabenplanung. Ich habe eine Vorhabenplanung gemacht der Dinge, die wir in diesem Jahr noch machen wollen. Und das ist schon ein Steht da Cannabis drauf? Da ist Cannabis bisher nicht drauf. Ja, an dem Thema werden wir dranbleiben, am Lauterbach-Problem. Wir werden eine krasse Aktion noch starten, aber wohl erst nächste Woche. Ich hatte ja letzte Woche schon mal sowas angedeutet. Ja, alle Möglichkeiten der Intervention liegen erstmal auf dem Tisch, aber ich will nicht konkreter werden. Ja, der Lauterbach soll ja nicht berechnen können, ob ihm das Warten die Sanktionen des DHV wert sind oder nicht. Vielleicht ist er noch aktiv dann nächste Woche, bevor es losgeht und bestimmt mal eben ein Beamten im Ministerium, der zuständig ist, das Gesetz zu schreiben, zu koordinieren und so weiter. Ist ja nur eine kleine Aktion, mal eben, hallo Ministerium, mach mal, ja, ein Beamter bitte dafür. Dann kann er ja weiter Corona machen, dann ist ja alles schick. Bis dahin müssen wir ihn aber wohl noch tragen, wie es aussieht. Aber nicht diese Woche, denn diese Woche kommt eine andere Aktion erstmal, nämlich die zu den 100 Tagen Ampel. Die 100 Tage der neuen Ampelregierung sind um und es war ja unsere Forderung, die Konsumenten schnell zu entkriminalisieren, am besten innerhalb der ersten 100 Tage. Das wäre technisch möglich gewesen. Die Ampelparteien sind sich soweit einig, ja, dass sie sowieso die Konsumenten entkriminalisieren wollen. Logischerweise spätestens, wenn sie es halt legal im Shop kaufen dürfen. Aber die Frage ist eben, ob man das vorzieht, weil das halt viel einfacher ist als die ganze Regulierungsdebatte da über die Shops und wer da wie rein darf und wer da wie eine Lizenz kriegt und so. Das ist da alles ewig diskutieren. Aber Entkriminalisierung in 100 Tagen wäre schick gewesen. Das hat die Regierung jetzt gerissen, diese Hürde. Ja, hat sie nicht geschafft, hat nicht agiert. Und es ist auch fraglich, ob sie es überhaupt machen, ja, ob wir die da irgendwie noch hingetragen kriegen. Auf jeden Fall sind die 100 Tage Ampelregierung ein guter Anlass, da nochmal drauf einzugehen. Wir haben ja jedes Jahr über 200.000 Strafverfahren wegen Cannabis und davon über 80%. Also über 180.000 Strafverfahren pro Jahr gegen einfache Cannabiskonsumenten, also nicht Dealer, Händler, sondern eben irgendwelche Delikte im Zusammenhang mit dem Konsum, also Besitz kleiner Mengen ganz besonders. Und das heißt, in den ersten 100 Tagen der Ampelregierung sind schon 50.000 Strafverfahren gegen einfache Cannabiskonsumenten eröffnet worden. Und das sind natürlich sehr viele Betroffene, die alle irgendwie so einen Hals haben, ja, dass sie da jetzt immer noch kriminalisiert werden, obwohl die Regierung sagt, sie will Cannabis komplett legalisieren und verkaufen, ja, Steuern einnehmen und alles. Ja, aber die Leute werden bis dahin noch weiter drangsaliert, staatlich verfolgt. Und das ist eigentlich ein No-Go. 50.000 Leute sind so viele Betroffene, wie wohnen in Gummersbach zum Beispiel oder Aalen oder Halb-Remscheid. Ja, also wirklich 50.000 sind eine Menge Leute. Und das ist ein unerträglicher Zustand, völlig unsinnige Verfolgung von harmlosen Bürgern. Und da müssen wir ran. Ja, gleichzeitig wird beraten, dass das Zeug in Fachgeschäften verkauft wird. Geht gar nicht. Wir appellieren nochmal an die Politik, ändert das, zieht die Entkriminalisierung der Konsumenten vor, um da schon mal ein bisschen ein Friedenszeichen zu senden sozusagen und diese bekloppte Verfolgung von Leuten aufzuhören, sinnlose Belastung der Polizei aufzuhören. Da hängt ja auch noch mit daran. Und deswegen starten wir genau jetzt, heute um 16.20 Uhr, wenn diese News hier online gehen, eine Aktion zusammen mit dem Weedmob auf Twitter zur Benutzung des Hashtag 50.000. Eben im Hinblick auf diese 50.000 Leute, die schon Strafverfahren jetzt haben, seit Ampelkoalition am Drücker ist. Also gleich mal jetzt Drücker, ja, auf Pause drücken hier, mal eben bei Twitter anmelden und irgendwas mit Hashtag 50.000 posten da vielleicht diese News-Ausgabe hier, dann ist gleich klar, worum es geht. Oder auch irgendwas anderes, seid kreativ. Aber bitte auf der freundlichen Seite bleiben, ja, auch wenn das schwerfällt, wird man am Ende dann doch eher gehört, als wenn man jetzt irgendwie unter der Gürtellinie Leute beschimpft. So, und dann schauen wir mal, ob wir es in die Trends kriegen bei Twitter. Ihr könnt natürlich auch überall an, dass ihr den Hashtag 50.000 benutzen, aber bei Twitter ist immer ganz nett, wenn man die Trends dann kommt.
Insofern, ja, mal eben alle twittern und auch gerne nach dem Gucken der News noch ein paar Stunden weitermachen, vielleicht morgen noch ein bisschen weitermachen, dass wir da nochmal ein bisschen Aufmerksamkeit kriegen. Vielleicht versteht die Politik das ja noch, dass es nicht gut ist, die Entkriminalisierung liegen zu lassen. Nächstes Thema, da habe ich mich drauf gefreut. Burkhard Blinert spricht zum ersten Mal vor der UNO. Erster Auftritt und genauer gesagt vor einem Treffen der Drogenfritzen der Vereinten Nationen. Nämlich noch genauer bei der Sitzung der Commission on Narcotic Drugs CND in Wien traditionell. Da ist Blinert gerade und dann gab es dazu auch noch einen Videostream. Ich dachte, klasse, wunderbar, Ausschnitte hier und so. Der Vertreter des einzigen Landes im Moment, das offiziell daran arbeitet, Cannabis zu legalisieren, offiziell dieses Ziel ausgerufen hat. Mal abgesehen vom Lauterbach-Problem natürlich, ne, da muss man noch ein paar Probleme knacken. Aber immerhin das erste Land außerhalb der Amerikas, das diesen Plan jetzt offiziell hat. Großes Industrieland, sollte richtig scheppern, ja, wenn der da redet vor den Vereinten Nationen und weltweite Diskussionen auslösen. Boah, Germany, made in Germany, legalization made in Germany. Toller Moment, ja. Und hier mal ein erster Eindruck davon. Everything we do in drug policy as well must be aligned with human rights. Criminal prosecution must also stay within the limits of proportionality. This rules out every form of the death penalty. Tja, also so glamourös war das jetzt dann doch nicht. Ja, Blinert hat zwar Deutsch geredet, der Originalton wurde aber leider nicht übertragen, sondern diese Übersetzung da, ein bisschen hektisch. Anständig in Szene gesetzt mit anständig Rednerpult oder so, ist das jetzt auch nicht gerade. Also gut, ja, verlösen wir uns mal von der Glamour-Idee. Aber trotzdem inhaltlich, ja, was redet der da? Harm Reduction und so. Ich dachte, da kommt die große Cannabis-Legalize-Rede. Ja, wo bleibt ein Cannabis? Hier, Cannabis. With regards to cannabis, we also would like to begin a new chapter. Here our aim is once again harm reduction. Ja, wie? Also der erwähnt die Legalisierung gar nicht. Ja, sagt, sie wollen bei Cannabis einen neuen Weg gehen, komisch verklausuliert und so, ja, weil nicht irgendwie Tacheles auf den Tisch gelegt da. Und da kann man zur Entschuldigung vielleicht anführen, dass da natürlich traditionell eine diplomatische Sprache herrscht, dass man da nicht irgendwie so vom Leder zieht irgendwie am Rednerpult. Und das ist ein ganz anderes Umfeld. Ja, da muss man auch bedenken, da sitzen Staaten mit am Tisch, die immer noch die Todesstrafe verhängen und durchführen für Drogendelikte. Und da ist man schon bei den ganz Fortschrittlichen und Progressiven dabei, wenn man sagt, also ja, wir finden ja grundsätzlich Hilfe und Prävention besser und wichtiger als Strafe. Da ist er also schon ganz weit vorgeprescht mit seiner Rede da sozusagen. Aber Legalisierung gar nicht konkret erwähnen, finde ich ja schon ein bisschen mau, ja, irgendwie ein bisschen klarer, wäre schon schick gewesen. Aber immerhin hat Blinert in einem Interview noch gesagt, Print irgendwo, dass er damit rechnet, dass er sehr viel angesprochen wird, dass das ja jetzt schon rum ist, die Information, dass Deutschland legalisieren will und dass er da vor Ort sicherlich sehr viele Gespräche führen wird und deswegen da freut er sich drauf und bleibt extra 4 Tage da vor Ort. Insofern hat es dann vielleicht doch noch ein bisschen was von dieser Wirkung international. Und wo wir gerade bei Blinert sind, da fragen sich ja manche, wieso haben wir denn überhaupt ein Lauterbach-Problem, wenn wir jetzt einen Blinert haben? Ja, da kann der doch jetzt alles da machen mit dem Gesetzgebungsprozess. Ja, was braucht man da denn Lauterbach noch? Aber Blinert ist halt kein Jurist und seine Abteilung hat auch keinen, der jetzt weiß, wie man so ein Gesetz schreibt oder mehrere Gesetze, die auch dann da betroffen sind, wo Paragraphen formuliert werden müssen. Und dafür gibt es natürlich im Gesundheitsministerium Experten in einer anderen Abteilung. Die müssen sich darum kümmern und das muss Lauterbach eben halt mal ansagen, ja, dass das jetzt mal passieren soll. Und von Blinert kann man eher die Koordination der ganzen politischen Debatte erwarten, ohne eben konkret Paragraphen zu formulieren. Und genau das zeigt sich gerade in einer Stellenausschreibung seiner Geschäftsstelle. Er sucht einen Referenten, eine Referentin und zu den Aufgaben gehören unter anderem Unterstützung des Sucht- und Drogenbeauftragten bei seiner inhaltlichen Arbeit und der Umsetzung seiner politischen Zielsetzungen. Politische und operative Koordinierung der Arbeit des Sucht- und Drogenbeauftragten mit Hausleitungen, Fachabteilungen und den für die Arbeit entscheidenden politischen und gesellschaftlichen Akteuren, also uns zum Beispiel im Handverband. Ja, das ist eine interessante Herausforderung, ja, das ist genau eben der Part, ihn da zu unterstützen bei dieser politischen Debatte, bei der letzten Koordinierung, wer sagt da was, wie finden wir Kompromisse und so weiter. Ja, interessante Sache, würde mich auch selber reizen, ja, wenn ich nicht schon für euch arbeiten würde als euer Lobbyist in Berlin. Das ist ja mindestens genauso spaßig. So,
Jetzt kommen wir zum Interview mit Carmen Wegge endlich. Ihr habt davon den am Anfang schon einen Ausschnitt gesehen. Bei Hotbox war sie da zu Gast. Gute 10 Minuten. Sehenswert, ja. Wie gesagt, wie immer verlinkt in der Videobeschreibung. Könnt ihr euch komplett angucken. Sie äußert sich unter anderem zum Zeitplan. Also wann soll das Legalize-Gesetz fertig werden? Ich fände es wunderbar, wenn wir es tatsächlich 2023 schaffen würden mit der Legalisierung. Ob das tatsächlich passiert, kann ich natürlich nicht versprechen, aber das wäre jetzt zumindest meine Wunschvorstellung und ich glaube auch die Wunschvorstellung aller anderen in der Koalition. Okay, also alle in der Koalition wollen bis Ende 2023 fertig werden mit dem Gesetz. Das ist schon mal eine interessante Aussage und vor allen Dingen auch das Argument, was jetzt dazu noch kommt, ja, habe ich so zumindest von MDBs, von Abgeordneten noch nicht gehört. Weil man, das gehört zur Wahrheit dazu, und ich möchte, dass das Thema Legalisierung wahlentscheidend wird für die nächste Bundestagswahl und die Bürgerinnen und Bürger da draußen sich erstmal so ein bisschen dran gewöhnen müssen, was es bedeutet, jetzt auf einmal Cannabis kaufen zu können. Ja, und dann haben wir noch einen Ausschnitt für alle Richter, die im Moment ständig rumpöbeln. Ja, wir würden ja nur Nachrichtensendungen hier machen und würden überhaupt nichts sonst machen irgendwie und fordern und so weiter. Das hier. Also wir treffen uns mit ganz vielen InteressenvertreterInnen, zum Beispiel auch mit dem Deutschen Hanfverband haben wir uns schon getroffen, einfach um deren Positionierung einzusammeln. Ja, und die Richter, die meinen, dass nur lautstarkes Rumpöbeln irgendwie sinnvoll ist, ja, möge sich auch noch den nächsten Ausschnitt anhören. Wie ist die Position vom Deutschen Hanfverband zum Beispiel zur Entkriminalisierung? Wie ist die Position zur MPU und Führerschein und so? Und wir versuchen quasi diese Positionierung mit in unsere Gruppe reinzunehmen. Ja, also seit wir eine Regierung haben, die grundsätzlich gewillt ist, Cannabis zu legalisieren, geht es nicht darum, die lauteste Stimme zu sein, damit man gehört wird, sondern vielleicht die vernünftigste, die überzeugendste, wie auch immer, auf jeden Fall. Ist das eher unser Ansatz, zu sagen, okay, wir begeben uns jetzt da in diese ganzen Debatten rein, auch wenn das nicht immer öffentlich ist, auch wenn ihr nicht immer seht, was da passiert. Ja, hier seht ihr mal, dass wir das tun. Guckt euch das ganze Video an, wie gesagt, ist interessant. Und unter anderem geht auch der Ausschnitt vom Anfang noch weiter. Ja, den hatte ich ja gezeigt, so von wegen Lauterbach-Problemen und die warten jetzt alle, die Abgeordneten, dass das Ministerium mal irgendwas liefert. Da habe ich ein bisschen unfair gekürzt, ja, muss ich auch mal dazu sagen, die Abgeordneten warten nicht nur, Wegge macht auch die Ankündigung, dass die SPD-Fraktion bis zur Sommerpause ihre Details, Positionierungen zum Cannabis-Gesetz festzurren will und veröffentlichen will, den anderen vorlegen will zur Diskussion. Also bis zur Sommerpause geht es in die Details rein. Guter Zeitpunkt auch für unsere Konferenz, die ja im Juni stattfindet, vor der Sommerpause, wo wir die ganzen Details nochmal besprechen und hoffentlich diese ganzen Wegge Menschen aus dem Bundestag auch dann dabei sind, mitdiskutieren und auch da noch ein bisschen was mitnehmen können. Außerdem haben wir eine Interviewanfrage oder einen Interviewtermin bei Frau Wegge, das heißt auch hier im Kanal bald mehr Wegge. Wegge, Wegge. So, jetzt Lüttke. Christine Lüttke, die drogenpolitische Sprecherin der FDP-Fraktion, hat ein Interview gegeben in der Deutschen Apothekerzeitung und wirbt dafür, dass Apotheken auch Cannabis verkaufen sollen als Genussmittel, nicht nur als Medizin. Da ist die Apothekerzeitung sicher gefreut. Aber sie sagt auch, der Verkauf soll nicht exklusiv stattfinden in den Apotheken, also dass nur Apotheken verkaufen dürfen sollen, sondern auch andere Geschäfte. Und dann wird gleich nachgefragt, was denn noch für Geschäfte außer reinen Cannabis-Fachgeschäften und Apotheken, was stellen sich denn da vielleicht noch vor? Und hat so ulkigerweise Läden für Nahrungsergänzungsmittel angeführt als Beispiel, was sie sich vorstellen kann. Ja, so ein Spezialladen für Nahrungsergänzungsmittel, da denke ich an so Muckibudenpulverläden irgendwie, die man, wo man manchmal so vorbeigeht, irgendwelche Dosen da sieht und dann denkt sich so, was ist denn das eigentlich für ein Laden da? Ich weiß nicht, ob sie das gemeint hat, ja, bin ich gespannt auf mehr Details. Und sie bringt auch die Idee ins Spiel, dass sich nur Ladeninhaber bewerben können für eine Lizenz zum Cannabisverkauf, die noch nicht im Zusammenhang mit Betäubungsmitteln aufgefallen sind, dass sie also ein polizeiliches Führungszeugnis mitbringen sollen bei der Bewerbung, ja, um dann eben BTM-Straftäter auszuschließen vom Business. Und an der Stelle passt die Info ganz gut, dass New York das genau umgekehrt macht. Ja, die sagen jetzt ganz konkret, die ersten 100 oder 200 Lizenzen gehen an Leute, die schon Repressionen erfahren haben im Zusammenhang mit der Cannabis-Prohibition, die ja aus heutiger Sicht dann eben als ungerechtfertigt angesehen wird. Diese Verfolgung, das ist also eine Art Wiedergutmachung, ja, an die geschädigten Communities durch Prohibition, die dann jetzt eben was verkaufen dürfen.
Auch interessant, völlig andere Strategie, als eben hier eher diskutiert wird, die Leute auszuschließen. Dann äußert sie sich noch zum Zeitplan, ähnlich wie Wegge, ja, also wann soll das Ganze weitergehen? Und da sagt sie nochmal, dass sie hofft, bis Ende des Jahres 22, diesen Jahres, einen ersten Entwurf zu haben. Passt zur Aussage von Wegge 23, dann fertig zu werden. Und Lüdke plädiert auch für einen legalen Online-Handel. Da sei sie klassisch liberal, sagt sie. Cannabis von Doc Morris zum Beispiel kann sich also gut vorstellen. Ganzer Artikel, Link in der Videobeschreibung, guckt euch mal an. Und auch bei Lüdke läuft unsere Anfrage für ein Interview im DHV-Kanal. Da können wir dann über Muckibudenpulverläden reden. Dann komme ich zu unserem traditionellen Wahlcheck im Saarland. Der ist jetzt online, also auch mindestens alle Saarländer, die hier jetzt vor meiner Kamera rumhocken, sollten wählen gehen, bitte. Ja, und sich das mal angucken vorher, welche Parteien wie zur Cannabispolitik stehen. Und mehr denn je und jetzt erst recht bitten wir euch, wählen zu gehen bei allen Landtagswahlen, die stattfinden dieses Jahr, um die Legalisierung möglich zu machen. Es gibt ja noch eine Menge Dinge, die grundsätzlich die Legalisierung zum Scheitern bringen können. Dazu gehört auch der Bundesrat, wo nämlich eine Mehrheit der Bundesländer, die im Bundesrat sitzen, noch eine CDU-Beteiligung hat in der Regierung. Da kann die CDU mindestens eine Enthaltung durchsetzen und damit die Zustimmung im Bundesrat für die Legalisierung verhindern. Das ist ein wesentlicher Knackpunkt, der noch ungelöst ist. Und alle CDUler auf Landesebene haben signalisiert, dass mit der Legalisierung von Cannabis das Abendland untergehen wird. Wir werden alle sterben bei Autounfällen und so. Also die werden sicher nicht einfach zustimmen im Bundesrat, solange sie bei den Landesregierungen mit an der Macht sind. Es kommt also wirklich auf euch an. Geht wählen, verhindert die CDU. Und es gibt auch eine echte Chance. Wir haben 4 Landtagswahlen dieses Jahr. Wenn wir 3 davon drehen, Saarland reicht nicht, das ist ein bisschen klein, weil die weniger Stimmgewichtung haben, da bräuchte man alle 4. Aber trotzdem, ja, wir haben eine Chance, dieses Jahr noch die Mehrheit der CDU zu knacken im Bundesrat, wenn die aus den Landesregierungen rausfliegen, wo jetzt eben Landtagswahlen sind. Und den Anfang macht eben jetzt das Saarland. Und unsere Analyse fällt sehr ernüchternd aus. Ja, wir machen es euch da nicht einfach, gerade bei der ersten Landtagswahl euch da zu entscheiden und wählen zu gehen. Leider sind auch die Linken da keine Alternative zu den Ampelparteien. Die haben Drogenpolitik überhaupt nicht erwähnt im Wahlprogramm. Wir haben sie nicht für nötig gehalten und haben auch die Chance nicht genutzt, das zu reparieren mit unseren Wahlprüfsteinen. Die haben sie auch nicht beantwortet, haben überhaupt nicht reagiert, ja, trotz mehrfacher Nachfrage. Also die scheinen sich nicht zu interessieren für Drogenpolitik. Und ja, bei die Aktivitäten im Landtag, da waren die ja in der Opposition, die waren jetzt auch nicht so berauschend, dass man sagen würde, okay, die haben wenigstens gute Arbeit gemacht. Ja, das war jetzt ja ein Antrag gestellt, aber das war dann auch. 2 Anfragen, nicht genug, um da wirklich jetzt Punkte zu machen. Die AfD fällt genauso aus, ja, so ähnlich, auch nichts zum Thema Drogenpolitik gesagt und gemacht. SPD und CDU sind sich einig sozusagen im Nichtstun der großen Koalition, die sie da im Saarland gepflegt haben in den letzten Jahren. Drogenpolitik hat für beide ausschließlich mit Suchtkranken und Obdachlosen zu tun, denen man irgendwie helfen muss und so, ja. Was ja auch also im Grunde richtig ist, aber das ist eben sehr eingeschränkter Fokus. Also ganz normale, nicht abhängige Cannabiskonsumenten kennen die nicht. Und für CDU-Verhältnisse sind die bei dem Punkt sogar recht liberal, was jetzt diese ganze Hilfemaßnahmen angeht und so. Sie sind sogar für Drug-Checking, ja, für CDU-Verhältnisse richtig progressiv. Aber am Ende bei Cannabis gehen dann wieder irgendwie die Scheuklappen hoch und davon wollen sie nichts wissen. Und die CDU Saarland wird mit Sicherheit im Bundesrat nicht der Legalisierung zustimmen wollen. Und die SPD hat auch nicht viel zu bieten, ist ähnlich wie bei der CDU inhaltlich, da kommt nichts. Und die SPD im Saarland liebäugelt damit, die Große Koalition fortzuführen, würde also wieder die CDU ins Boot holen, selbst wenn die CDU ihre Führungsposition da verliert. Danach sieht es im Moment schon mal aus, ja, die Umfragen sind ganz gut. Aber dann würde die SPD doch am Ende wieder die CDU reinholen. Ja, das ist auch nicht unbedingt das, was der Sinn der Sache ist für uns jetzt, diese Blockademöglichkeit im Bundesrat zu brechen. Insofern, also SPD auch schwierig. Da bleiben nur FDP und programmatisch insbesondere Grüne. Die haben eigentlich die besten Programmpunkte jetzt vorgelegt wieder. Aber es ist auch eine Partei im Saarland insbesondere, wo die ganz schön Skandale gehabt haben und irgendwie nicht gut aufgestellt sind.
Das macht die Sache nicht gerade einfach, aber wie gesagt, geht trotzdem wählen, stoppt die CDU, macht die Legalisierung möglich. Die Ampel kann damit immer noch scheitern, ja, keine Frage. Aber es soll ja nicht dran liegen, dass ihr nicht zur Wahl gegangen seid. Ja, da solltet ihr zumindest nicht schuld. So, der letzte Punkt, Hinweis auf einen Artikel auf der DHV-Seite und zwar zum Thema Kanada. Da haben wir uns die letzten Daten angeschaut. Das ist immer wichtig, weil Kanada ist ja im Prinzip der erste, einzige Industriestaat, der bisher Cannabis legalisiert hat. Guckt mal also gerne hin, was ist da passiert. Und in der Kritik steht vor allem immer, dass der Schwarzmarkt ja nicht so recht verdrängt wird, ja, dass der immer noch da ist. Es wird immer gesagt, das klappt ja alles gar nicht da. Und das kann man so auf gar keinen Fall mehr sagen. Also fand ich immer schon schräg, ja, aber jetzt erst recht. Denn mittlerweile werden 2/3 des Umsatzes in Kanada auf dem legalen Markt gemacht, nicht mehr auf dem Schwarzmarkt, also versteuert und alles, Qualitätskontrolle. Und der Anteil der Konsumenten, die noch auf dem Schwarzmarkt kaufen, ist sogar noch deutlicher gesunken. Das sind nur noch 6%, die zum illegalen Dealer gehen, der Menschen. Ja, Umsatz ist ein bisschen mehr, weil die viel Konsumenten scheinbar noch zum Dealer gehen eher. Aber nur noch 6% der Konsumenten gehen zum illegalen Dealer. Und alle anderen kaufen legal in den Shops online, bauen selber an oder kriegen was von Freunden geschenkt, was auch legal ist. Also lauter legale Quellen, nur noch 6% versorgen sich illegal. Riesenerfolg mittlerweile in Kanada. Und auch die Konsumverbreitung unter Jugendlichen hat jetzt mittlerweile wieder ein Niveau erreicht, das unter dem liegt zur Legalisierung. Ja, also die konsumieren jetzt weniger, die Jugendlichen in Kanada, als vor der Legalisierung von Cannabis. Also kein negativer Einfluss an der Stelle auf den jugendlichen Konsum. Obwohl zuerst die Zahl ein bisschen hochgegangen ist. Ja, da haben schon alle Angst gehabt, und, jetzt da mehr konsumierende Jugendliche, aber das hat sich eingepegelt und sogar runtergelevelt. Auch eine gute Nachricht. Und die Konsumenten sind besser informiert über die Risiken von Cannabis. Auch das wird deutlich in bestimmten Untersuchungen. Und das ist ja auch Teil der Strategie, dass man sagt, okay, also wenn wir jetzt legalisieren, dann müssen wir auch vernünftige Präventionskampagnen fahren, müssen die Leute besser aufklären. Und auch das funktioniert in Kanada. Ja, das und mehr Zahlensalat und Grafiken, spannende Infos findet ihr in diesem Artikel auf der DHV-Seite, verlinkt in der Videobeschreibung. Und damit bin ich bei den Terminen. Ortsgruppentermine in Bamberg, eine unserer neuen Gruppen. Ich glaube, die hatten jetzt auch schon wieder einen Medientreffer. Da war so ein schönes Bild in der Zeitung, wo so ein kiffendes Wahrzeichen irgendwie von Bamberg gezeigt wurde. Aber Paywall, habe ich schon mal erwähnt, dass ich Paywalls hasse. Ich glaube, es geht um die Ortsgruppe, ich weiß es nicht genau. Die Bamberger treffen sich jedenfalls am Freitag, 18. März. Dann in Stuttgart trifft sich die DHV-Ortsgruppe auch Freitag, 18. März. Darmstadt, Samstag, 19. Heidelberg auch Samstag, 19. Die machen Infostand, aber kein Treffen. Oldenburg wieder Online-Treffen. Hanfschnack am Sonntag, den 20. März. Heidelberg, 22. März. Online-Hanftisch. In Konstanz Treffen der Ortsgruppe auch online am 23. Mittwoch. Donnerstag, 24. machen die Hallenser eine Mahnwache, was so eine Art Infostand ist. Donnerstag, 24. März. Guckt auch da gerne vorbei. Treffen der Ortsgruppe in Hamburg, Donnerstag, 24. März. Oldenburg, online wiederum, Sonntag, 27. März. Freiburg, Mahnwache zum Gerichtsverfahren gegen Hanfnah, Dienstag, 29. März. Und Oldenburg, Online-Stammtisch der Ortsgruppe, Dienstag, 29. März. So, bevor ich jetzt das Gezumsel vom Ende wie üblich erzähle, nach den News auf Twitter gehen und weiter twittern, Hashtag 50.000, ab in die Trends. Und damit liked dieses Video, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, vielleicht trotzdem einfach so. Aktiviert die Glocke, abonniert den Kanal, beziehungsweise umgekehrt. Und damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag und einen geruhsamen Abend.